willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Der Michael Rehse hat es schon angedeutet, ein Vortrag, der gar nicht so vordergründig mit Gesundheitspolitik zu tun hat. Ich habe auch bei der ersten Antwort so, so eine Tagung zur Gesundheit, klingt total wichtig, aber ist überhaupt nicht mein Thema. Ich beschäftige mich ja mit Wohnen und Mieten und Wohnungsbaugesellschaften und er hat mich dann aber schon überzeugt, dass das natürlich alles miteinander zusammenhängt und deshalb bin ich auch dem Wolf Rosenbock sehr dankbar, dass er am Ende seines Vortrags ja auch nochmal darauf verwiesen hat, also dass Gesundheit eben sich nicht auf gesundheitspolitische Maßnahmen und Instrumente beschränkt, sondern tatsächlich übergreifend mit unseren Lebensbedingungen zu tun hat. Lebensbedingungen sind ganz wesentlich geprägt, in Berlin wissen wir das aus eigener Erfahrung, von der Situation der Menschen. Ja? 80% leben in Städten, wir haben eine verstädterte Gesellschaft. Als die Urbanisierung vor 150 Jahren in Mitteleuropa und Deutschland startete, war eine der Parolen Stadtluftmacht frei. Ja? Und aus der Enge der landwirtschaftlichen Beziehung, aus der Armut in den ländlichen Gebieten zu entfliehen, Stadt stand für Hoffnung, Stadt stand dafür, dass man ein völlig anderes Leben führen kann und eben auch eine soziale Durchlässigkeit anders gegeben ist, als es früher war. Wir werden uns so ein bisschen auf die Reise begeben, was von dieser hoffnungsvollen Anfangsphase der Urbanisierung geblieben ist und welche Hoffnung das Städtische heute hat. Und wir werden uns also vor allen Dingen mit den gesellschaftlichen Dimensionen des Städtischen beschäftigen. Also wir werden nicht so viel über Bauen und Strukturpläne reden, sondern tatsächlich darüber nachdenken als Sozialwissenschaftler, welche gesellschaftlichen Aspekte stecken eigentlich in der Stadt. Und das geschieht alles in einer zunehmend urbanisierten Gesellschaft. Also Henri Lefebvre hat schon in den 60er Jahren gesagt, wir werden auf eine total urbanisierte Gesellschaft hinzusteuern, in der alles städtisch organisiert ist. Also dieser Unterschied zwischen Stadt und Land, den wird es irgendwann gar nicht mehr geben. Und wir sind da auf einem sehr guten Wege in diese Richtung. Wenn wir uns überlegen, welche Funktion das Städtische hat, welche Funktion Städte haben, dann fällt einem viel ein, Stadt ist Chaos, aber ein Chaos mit ganz vielen Regeln. Ja, jetzt hier ausgedrückt mit den Bildern vom Verkehrschaos in einer Stadt wie Berlin. Stadt ist aber auch Infrastruktur, jetzt haben wir hier ein Infrastrukturprojekt, was noch nicht ganz fertig gebaut ist und dass Infrastrukturen, die Städte brauchen, nicht nur Flughäfen sind, sondern eben auch soziale Einrichtungen, kommunale Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, bitte ich mitzudenken und auch da befinden wir uns eigentlich in so einer Art Dauerbaustelle, die nie so richtig fertig zu werden scheint. Stadt, ganz wichtig ist Wohnort, in Berlin ist es ein Wohnort zu 85% durch Mietverträge organisiert, also eine Mieterstadt wie die meisten Großstädte in Deutschland. Städte sind aber auch der Ort der Arbeit. Also gerade in den letzten Jahren beobachten wir das, was als eine Tertiarisierung der Stadtentwicklung beschrieben wird, also die Rückkehr von Arbeitsplätzen in die Innenstädte, Büroarbeitsplätze, vor allem Dienstleistungs-Service-Arbeitsplätze, die die Stadt der Industrialisierung deutlich abgelöst haben. Ja, also wenn wir vergleichen, wo und in welchen Berufen die Menschen arbeiten, dann ist ein ganz, ganz starker Trend, dass es immer mehr Service- und Dienstleistungsberufe sind und dass sozusagen industrielle, manufakturielle Arbeiten tatsächlich nicht nur räumlich, sondern auch insgesamt an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Stadt ist auch Grünfläche hier die schönste und größte, weil sie auch von den Bewohnern der Stadt selber durchgesetzt wurde mit dem Tempelhof Volksentscheid, Grünfläche in der Stadt, die auch deutlich macht, also Stadt ist nicht nur Arbeits- und Wohnort, sondern für viele andere Bereiche des Lebens der Ort, an dem die ausgeübt werden. Stadt kann aber auch Brache sein. So, wenn wir uns soziologisch und sozialwissenschaftlich damit beschäftigen, will ich hier theoretische Ansätze oder Perspektiven auf die Stadt vorstellen, die in den wissenschaftlichen Debatten eine große Rolle spielen möchte. Als erstes eine Definition von Louis Wirth aus den 20er Jahren hat er schon entwickelt in Chicago, in der Chicagoer Schule. Der hat als erster versucht, Stadt zu definieren als Soziologe und hat damals gesagt, die Stadt ist eine große, dichte, permanente Niederlassung von sozial heterogenen Individuen. Das war das Neue und Bedeutende, was er damals erkannt hat. Diese soziale Heterogenität, die prägt auch heute das städtische Leben und ist ein ganz, ganz
wichtiger Ausgangspunkt eigentlich für alle stadtbezogenen Debatten und Entscheidungen und auch in den gesundheitspolitischen Diskussionen werden wir ja mit diesen kulturellen und sozialen Heterogenität immer wieder konfrontiert, haben wir vorhin schon auch gehört, dass soziale Unterschiede tatsächlich eine unmittelbare Auswirkung auf die gesundheitliche Lage oder die Lebenserwartung haben. Dann würde ich von Manuel Castells, einem marxistischen Stadtwissenschaftler, Stadtplaner, eine Definition vorstellen. Der hat sich vor allen Dingen damit beschäftigt, so welche Funktionen hat die Stadt eigentlich für die Gesellschaft. Und das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Er hat gesagt, die Stadt ist ein Ort der kollektiven Konsumtion, der kulturellen Identität und der politischen Selbstbestimmung. Die kulturelle Identität und politische Selbstbestimmung, das ist ein Moment, das wir in vielen entwickelten, vor allem in kapitalistischen Ländern, seit Anfang des 20. Jahrhunderts kennengelernt haben, dass es so etwas wie eine kommunale Autonomie gibt, dass es ein Selbstbestimmungsrecht der Städte und Kommunen gibt, die aber auch immer wieder unter Beschuss gerät oder in Diskussion gerät. Eine kulturelle Identität ist ein Aspekt, der vor allen Dingen sowohl auf der Ebene von Nachbarschaften, aber auch der Städte selber zum Tragen kommt. Und das, was mir aber besonders wichtig ist, ist der sperrige Begriff der kollektiven Konsumtion. Was er damit meint, ist, dass es Dinge gibt, die wir eigentlich nur als Gemeinschaft, als gesellschaftliche Gemeinschaft nutzen können und die wir auch nur gesellschaftlich oder kollektiv hervorbringen können. Ja, und ganz klassische Beispiele ist sowas wie die Kanalisation in den Städten. Ja, das ist was, da hat eigentlich kein Einzelner, also da haben alle möglicherweise ein Interesse daran, aber der Einzelne wäre völlig überfordert, die Kanalisation für eine ganze Stadt zu organisieren. Und das sagt er, das sind Momente der kollektiven Konsumtion, also der kollektiven Reproduktionsinfrastrukturen, könnte man auch sagen, in den Städten. Und die werden in den Städten entwickelt. Also fast alle diese Momente der kollektiven Konsumtion sind zuerst in den Städten hervorgebracht worden und häufig auch als öffentliche Infrastrukturen, die öffentlich verwaltet wurden. Und wenn wir aber viele Bereiche im Bildungs- und Sozial- und Kultur- im Verkehrsbereich uns anschauen in den letzten Jahren, sehen wir, dass diese kollektiven Infrastrukturen mehr und mehr privatisiert werden und letztendlich aus der Hand der politischen Steuerung gegeben werden. Eine vierte oder dritte Perspektive auf die Stadt möchte ich den Sozialgeografen David Harvey euch von Ihnen kurz vorstellen. Der sagt relativ trocken, die Stadt ist bebaute Umwelt und räumlich fixiertes Kapital. Das klingt erstmal ein bisschen langweilig, ist aber tatsächlich eine Realität, der wir die Augen nicht verschließen können. Fast alle Gebäude in den Städten, fast alle Bauten, die hier stehen, wurden investiert und wurden natürlich unter den Rahmenbedingungen einer kapitalistischen Ökonomie in den allermeisten Städten produziert und entsprechen dem oder müssen dem dann im Moment häufig die Anforderungen der kapitalistischen Ökonomie und des Investments verfolgen. Das heißt also, da hat man auch nochmal eine andere Perspektive, eine ökonomische Perspektive auf das, was Stadt ist. Und dann will ich hier leider die Jahreszahl verrückt Hart und Negri noch kurz vorstellen, die sich vor allen Dingen mit den sozialen, gesellschaftlichen Beziehungen im 21. Jahrhundert auseinandergesetzt haben und sagen, die Stadt ist der Ort der Produktion, der Bewegung und Organisation sowie des Widerspruchs und der Rebellion und machen darauf aufmerksam, dass fast alle gesellschaftlichen Verhältnisse sich in der Stadt nicht nur sichtbar werden, sondern dort auch verdichten. Ja, und Sie haben es sehr schön auf den Punkt gebracht, wir haben sich ganz viel damit beschäftigt, also wir sind eigentlich die künftigen Subjekte gesellschaftlicher Veränderung. Ja, früher, wenn man, war gerade im 200. Marx-Jahr, früher hätte man gesagt, das ist die Arbeiterklasse, die in den Fabriken, an den Kernstellen der kapitalistischen Ökonomie in den Widerspruch gerät, die Gesellschaft verändert. Und Hart und Negri haben gesagt, nein, die Stadt ist unsere Fabrik. Ja, und haben sehr, sehr deutlich und pointiert darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich alles, was gesellschaftlich geschieht, immer mit den Städten und der Stadtentwicklung zusammenhängt. Da nehmen wir uns also vier Aspekte mal heraus, die wir genauer betrachten werden. Die soziale Heterogenität, das räumlich fixierte Kapital, die kollektive Konsumtion, Begegnung und Organisation als ein Moment des Städtischen, die ich gerne ein bisschen vertiefter verfolgen will. Wenn wir uns mit sozialer Heterogenität beschäftigen, dann sind wir ganz schnell bei den Punkten, die auch Rolf Rosenbaum schon angedeutet hat. Soziale Heterogenität heißt nicht nur Vielfalt, sondern heißt
ganz häufig Ungleichheit. Ungleichheit in den Einkommen, Ungleichheit in den Lebenschancen, Ungleichheit im formalen Status, den man als Staatsbürger in der Gesellschaft hat. Und das heißt, es ist eine Ungleichheit von Ressourcen, Lebenschancen, auch eine Ungleichheit politische Macht, ja, eben die Veränderung der Stadt mit auf den Weg zu bringen. Und ich habe, ohne dass wir uns abgesprochen haben, auch eine Karte mitgebracht, der Londoner U-Bahn-Plan mit den Stationen, die kleinen Zahlen, die Sie da drin sehen, sind die Lebenserwartung in den Gebieten rund um diese Stationen. Und wir müssen jetzt gar nicht die bis an den Stadtrand fahren. Also das Bild, was Rosel Bock bemüht hat, stimmt auch für London, sondern ich nehme mir mal hier die Station Hammersmith and Green Park heraus. Das sind 7 U-Bahn-Stationen, das sind 6 Kilometer Abstand, Luftlinien, und es ist ein Unterschied der Lebenserwartung von 77 zu 89 Jahren. Also 7 Stationen mit 12 Jahren zeigen, wie stark auch soziale Ungleichheiten sich räumlich und relativ kleinräumig ausdrücken können und dann eben mit diesen Durchschnittszahlen solche gewaltigen Unterschiede produzieren. Für Berlin will ich mich kurz vorstellen, eine Karte, die soziale Ungleichheiten misst. Ich habe mir als Indikator hier im Prinzip eine Momente der Kinderarmut herausgenommen, und der Kreis soll jetzt erst erscheinen. Und was wir hier sehen für das Jahr 2009, ist, dass die Kinderarmut sich eigentlich in 4 Gebieten stärker ausprägt und deutlicher konzentriert als in anderen. Das sind 2 Innenstadtgebiete, eins, in dem wir auch heute hier zusammensitzen, also dieser Bereich Kreuzberg-Neukölln, das ist der Bereich Tiergarten-Wedding, und dann sehen wir das jeweils an den Stadträndern, sowohl im Westen als auch im Osten, in Marzahn-Hellersdorf, in Spandau, größere Konzentration von Kinderarmut auftauchen. Kinderarmut ist ein Indikator, wir hätten auch Langzeitarbeitslosigkeit oder sicher auch gesundheitspolitische Daten geben können, um eine ähnliche Struktur der Stadt zu bekommen. Das, was ich zu bedenken geben will, ist, dass wir hier etwas haben, was als in Stadtplanungsdebatten als Berliner Besonderheit herausgestellt wird, dass wir nämlich eine hohe Konzentration von Armut in den Innenstadtbereichen haben. Ja, das ist das Gegenteil von dem, wie beispielsweise über Paris gesprochen wird, wo man sagt, alles Reiche konzentriert sich im Zentrum und das Arme wird an die Peripherien, in die Banlieues abgeschoben. Berlin hat sozialräumlich eine deutlich gemixtere und gemischte Struktur, ohne dass die Mischung irgendeinen Vorteil für die Armen tatsächlich bringt. Wir werden uns jetzt mal anschauen, was in diesem Bereich passiert. Ich habe dazu noch andere Kennzahlen mitgebracht von 2007. Das war die Zahl, die am nächsten an 2009 herankam, die hier verfügbar war, und habe hier mal die Angebotsmieten nach Postleitzahlbereichen dargestellt. Das, was Sie hier deutlich sehen können, ist, dass, oder was Sie sehen sollen, wie können Sie auf die Legende schauen, ist, dass je heller diese Postleitzahlbereiche eingefärbt sind, desto niedriger ist die Angebotsmiete in diesen Gebieten. Je dunkler das Blau wird, desto höher. Und für das Jahr 2007 hatten wir eine Situation in Berlin, dass wir 36 Gebiete hatten, die ich als Niedrigpreisgebiete eingeschätzt habe. Da gab es im Durchschnitt der Postleitzahlen Mietpreise unter 5 Euro pro Quadratmeter netto kalt. Und wir hatten nur 3 Hochpreisgebiete, also im klassischen Südwesten, und dann 2 zentrumsnahe Bereiche, in denen die Mieten im Durchschnitt über 10 Euro pro Quadratmeter waren. Wenn wir hier jetzt unsere 4 Armutscluster drauf projizieren, dann sehen wir, es gibt einen sozusagen deutlichen Zusammenhang zwischen den Mietpreisen und der sozialen Lage. Die Gebiete, in denen die Ärmsten wohnen, sind zugleich die Gebiete, in denen es auch die preiswerte Wohnung mit kleineren Ausnahmen macht, aber von der Struktur her. So, was passiert mit der Mietentwicklung? Ich werde jetzt nicht so viel auf die wohnungspolitischen und ökonomischen Hintergründe eingehen, aber das, was wir alle wissen, ist, die Miete ist seit 2007 deutlich gestiegen, die Wohnungsversorgungslage hat sich verändert, Berlin ist sozusagen deutlich dunkelblauer geworden, wir haben hier denselben Farbspektrum wieder benutzt. Sehen unten in der Anzeige das Verhältnis der Niedrigpreis zu den Hochpreisgebieten hat sich allein bis 2015 umgekehrt. Wir haben nur noch 2 Niedrigpreisgebiete und dafür 38 Hochpreisgebiete, und sehen auch vor allen Dingen, dass in dem Innenstadtbereich, über den ich eben schon gesprochen habe, sich im Prinzip so ein geschlossener Kern von Höchstmieten
entwickeln kann. Und auch hier versuche ich wieder die Gebiete, die wir schon kennengelernt haben, drauf zu projizieren. Und wir sehen, dass es zumindest für die beiden Stadtrandgebiete und auch für die Situation in der Regierdaten auch auf einem höheren Niveau als 2007, aber immer noch zutrifft, dass es Gebiete sind, in denen die Mieten verhältnismäßig oder relativ geringer sind als im Rest der Stadt, und sehen aber auch, dass wir gerade im Bereich von Kreuzberg plötzlich in einem Gebiet gelandet sind, wo eine sehr, sehr von Armut geprägte Sozialstruktur auf Höchstmieten trifft, ja, was die sozialen Konflikte rund ums Thema Wohnen noch deutlicher macht. Wir könnten jetzt vermuten, vielleicht hat sich die Sozialstruktur in Kreuzberg verändert, vielleicht sind die Armen schon gar nicht mehr da. Das wäre ja die Annahme, die wir häufig haben, wenn wir von Gentrification-Prozessen ausgehen. Und deshalb habe ich hier die Kinderarmut von 2014 nochmal hervorgeholt. Und wir sehen, also trotz dieser massiven Mietsteigerung hat sich der Armutsanteil nicht verringert. Das könnte man jetzt als sozusagen begrüßenswert betrachten, dass man sagt, na, ist doch prima, also trotz dieser wilden immobilienwirtschaftlichen Entwicklung hat man da keine so starke Verdrängung, wie man das erwartet hat. Und auf der anderen Seite bedeutet das, wenn hohe Mietpreise mit sehr geringem Einkommen zu tun haben, dass die Mietkostenbelastung ins Enorme gestiegen ist, also in vielen Fällen 50-60% beträgt, dass wir die Situation haben, dass Familien, aber auch Alleinlebende alle möglichen Kompensationsanstrengungen unternehmen, um das Wohnen in ihrer Nachbarschaft weiter aufrechtzuerhalten. Und das heißt, dass in allen anderen Lebensbereichen jenseits des Wohnens gekürzt wird. Ja? Dass bei der Bildung gekürzt wird, dass beim Urlaub gekürzt wird, dass Zwei- und Drittjobs angenommen werden und die Wochenarbeitszeit ausgedehnt wird. Das bedeutet aber auch, dass man immer schlechtere Wohnbedingungen selber akzeptiert. Überbelegung ist auch statistisch nachweisbar ein Problem, was wir in Berliner Innenstadtgebieten wieder haben. Ja, das ist eigentlich ein Problem, was seit Ende der 60er als gelöst galt. Ja, Überbelegung, das ist so ein Nachkriegsphänomen, kommt in großen Schritten im Schatten der Aufwertungsökonomie jetzt wieder zurück in die Städte. So, zweiter Aspekt, bebaute Umwelt und räumlich fixiertes Kapital, da haben wir eben einen Ausfluss von schon kennengelernt mit den steigenden Mieten. Das bedeutet aber letztendlich, dass wir die Stadt viel danach betrachten können, wo wird investiert, wie ist der bauliche Zustand, welche Wohnkosten sind damit verbunden. Ja? Räumlich fixiertes Kapital kann auch bedeuten, dass es Gebiete gibt, in denen es keine Investitionen gibt, also dort, wo sich keine großen Mietsteigerungen erwarten lassen, ist es eine gängige Strategie, einfach die Instandhaltungsausgaben oder den Service des Wohnens zu reduzieren. Und in Großsiedlungen, in den nicht so beliebten Städten, hören wir immer wieder Beispiele, dass ältere Bewohner dann über Wochen ihre Wohnung nicht verlassen können, weil die Hauseigentümer oder die Wohnungsverwaltung die Fahrstühle nicht repariert haben, die sozialen Dienste aber nicht hinterherkommen. Und dann beispielsweise in Jena die Volkssolidarität einspringen muss, um einen Einkaufsservice oder einen Apothekenservice für die alten Menschen zu organisieren. Also Investitionen kann tatsächlich da so einen Doppelcharakter haben, aber in Berlin sieht Investitionen zurzeit eigentlich fast immer so aus, dass es Modernisierungsmaßnahmen gibt. Hier ein Beispiel aus der Kopenhagener Straße in Prenzlauer Berg, wo die Mieter damit konfrontiert waren, dass die Modernisierung ihrer Wohnung mit einer Umlage von 9,50 Euro pro Quadratmeter konfrontiert war. Das hieß, alle, die dort gewohnt haben, müssen ausziehen oder sich entsprechend zur Wehr setzen, um diese Verdrängung zu verhindern. Der Eigentümer, der dort diese Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt hat, hat gleichzeitig, also fast am selben Tag, an dem die Mieter des Hauses die Modernisierungsankündigung erhalten haben, eine Webseite eröffnet, wo er die noch von den Mietern bewohnten Wohnungen als Eigentumswohnung auch schon zum Kauf angeboten hat. Ja, wo also auch nochmal deutlich wird, energetische Sanierung wird jetzt nicht durchgeführt, um die Umwelt zu retten oder den Baustandard endlich auf einen modernen Stand zu bringen oder die Mieterin zu beglücken, sondern wird zu einem Instrument, um Mietverhältnisse aufzulösen und einfach die Zielstufe der Verwertung zu erreichen. Abriss und Neubau ist in Berlin ein zunehmend diskutiertes Thema, hat aber auch
lange Zeit nicht hier Bilder aus der Schöneberger Barbarossa-Straße, fast 100 preiswert und sehr klein geschnittene Wohnungen, die mit öffentlichen Geldern in den 60er Jahren errichtet worden sind, nach einem Verkauf an ein großes deutsches Wohnungs- und Bauunternehmen, wurde der Antrag gestellt, diese preiswerten Wohnungen nicht zu sanieren und auch nicht zu erhalten, sondern abzureißen durch 130 neue Wohnungen oder 150 neue Wohnungen zu ersetzen. Man hat sich damals davon überreden lassen, also die Bezirkspolitikerinnen, die das zu entscheiden hatten, dass Berlin ja ganz dringend neue Wohnungen braucht. Das konnte man in allen Zeitungen lesen. 150 Wohnungen sind besser als 100 Wohnungen. Dass dabei aber 100 preiswerte, kleine, für Hartz IV alleinlebende Bedarfsgemeinschaften geeignete Wohnungen durch 150 teure Wohnungen ersetzt wurden, zeigt, dass die Anzahl der Wohnungen nicht alles ist, über das zu reden sein wird, sondern dass wir immer im Blick haben müssen, für wen sind die Wohnungen eigentlich da wohnen. In dem Fall hat es also zu einer Verdrängung der Bevölkerung auch aus dem Stadtteil in der Regel und einem Verlust der sozialen Netze geführt. Warum passiert das alles hier? Zwei Kernzahlen, die wir in Berlin zu Genüge schon kennen. In der blauen Kurve sehen Sie die Bestandsmietentwicklung, also die Mietpreise, die im Mietspiegel dargestellt sind für Mieterinnen, die einen langfristigen Mietvertrag haben, sehen wir über den langen Zeitraum von Anfang der 90er Jahre bis 2016 einen Anstieg auf 6,39 Euro, also ein kontinuierlicher Anstieg, der auch dort stattfindet, der jedoch nicht so steil verläuft wie die Kurve der Neuvermietungsmieten, die ab dem Jahr 2050 deutlich entkoppelt von den Bestandsmieten. Ja, also wer heute eine Wohnung sucht, muss schon im Durchschnitt aller Wohnungsangebote in Berlin mehr als 10 Euro pro Quadratmeter finanzieren. Und wenn wir auf diesen Unterschied dort hinausgehen, dann hat er mehrere Konsequenzen. Er hat zum einen die Konsequenz, dass alle, die neu in der Stadt sind, Schwierigkeiten haben, preiswerte Wohnungen zu finden. Oder man könnte auch sagen, dass sich Berlin zu einer Stadt entwickelt, in der eigentlich nur noch Besserverdienende eine Chance haben, neu hinzuzukommen. Alle anderen haben große Schwierigkeiten. Die große Lücke zwischen Bestands- und Angebotsmieten bedeutet aber auch, dass die Vorteile des Mietwohnens, nämlich einen Mietvertrag auch zu wechseln, in eine andere Wohnung zu ziehen, wenn sich meine Lebensumstände verändern, quasi ausgeschlossen ist. Ja, wir sehen das zum Teil bei Familien, die mit den größer gewordenen Raumbedarfen durch den Nachwuchs der Kinder letztendlich in ihren zu kleinen Wohnungen verharren, weil sie sich eben den Umzug in die Wohnung mit dem noch größeren Zuschnitt oder mit dem Einzimmer mehr gar nicht leisten können. Wir sehen es aber auch bei älteren Alleinstehenden, die noch in ihren Familienwohnungen wohnen, die eigentlich zu groß geworden sind, die sich auch den Umzug in eine viel kleinere Wohnung, also von 4 Räumen in 2 Räume, nicht leisten können, weil durch diese Neuvermietungsmieten ein sehr, sehr hoher Geldzuschlag zu erwarten ist. Und aus der Eigentümer- und Vermieterperspektive, die will ich Ihnen nicht vorenthalten, ist diese Lücke eine Ertragssteigerungslücke. Es ist sozusagen der simpelste Weg, den Ertrag aus dem Eigentum zu steigern, wenn ich den Mietvertrag wechsle. Da muss ich nicht modernisieren, muss ich nicht umwandeln und eine Wohnung verkaufen. Es reicht einfach nur, dass ich einen neuen Mietvertrag abschließe. Ja, und um diese Ertragslücke zu schließen, sozusagen muss ich die Verdrängung letztendlich organisieren. Das heißt, die Verdrängung der Bevölkerung wird zum Geschäftsmodell. Also ich komme an die 10 Euro dran, wenn es mir nicht gelingt, die Mieter vor die Tür zu setzen. Was wir hier auch noch sehen, ist in zwei Punkten, dass die Bemessungsgrenze für Bedarfsgemeinschaften, KDU, letztendlich von den Angebotsmieten bereits seit 2005 im Durchschnitt deutlich überstiegen werden und dass die aber auch seit 2011 trotz der Anpassung, die es jetzt gab, von den durchschnittlichen Mieten im Bestand eigentlich nicht gehalten werden, sodass wir sehen, dass es tatsächlich für Haushalte, die auf geringe Mieten angewiesen sind, tatsächlich ein Versorgungsproblem gibt. Was ich Ihnen hier nochmal veranschaulichen will, wäre der Vergleich 2007, 2009, 2007, wir hatten damals eine Angebotsmiete von knapp unter 6 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt und auf dieser Karte sehen Sie eingezeichnet die angemessenen Wohnungsangebote, angemessen immer in diesen sozialrechtlichen Normen, die Verwaltungsvorschriften zu den Bemessungsgrenzen der Kosten der Unterkunft
berücksichtigen. Und wir sehen, für das Jahr 2007 gab es in der ganzen Stadt über 100.000 angemessene Wohnungsangebote. Das war damals etwas mehr als ein Drittel von allen Wohnungen, die überhaupt angeboten wurden, waren unterhalb dieser Angemessenheitsgrenzen. Und wir sehen auch von der räumlichen Konzentration, dass es sehr viele Angebote in den Gebieten gab, die wir vorhin schon als die Armutsgebiete auch in der Innenstadt kennengelernt haben. Das Bild hat sich deutlich verändert, wenn wir einen kurzen Zeitsprung in das Jahr 2015 wagen. Also immer noch ist es so, dass jeder Punkt für 50 angemessene Wohnungen zählt. Statt 100.000 gibt es jetzt weniger als 10.000 angemessene Wohnungen, nur noch 4,5%. Und man kann letztendlich auch an der räumlichen Struktur sehen, große Teile Berlins sind eigentlich, was das Wohnungsangebot angeht, zur geschlossenen Zone für Dachgemeinschaften geworden. Also Berlin wird Hartz IV-frei, zumal in diesen 10.000 angemessenen Wohnungen ja diejenigen, die an die Bemessungsgrenze gebunden sind, über ihren Sozialstatus, in Konkurrenz stehen zu vielen, vielen anderen, die auch preiswerte Mieten nachfragen und dann eigentlich immer benachteiligt werden. In solchen Situationen, das ist was, was wir aus vielen anderen Gesellschaftsbereichen auch kennen, steigen eben dann auch die Konflikte, die mit Diskriminierung verbunden sind, immer dann, wenn Vermieterinnen die Auswahl zwischen mehreren Mietinteressenten haben, gibt es ein Selektionsverfahren, Entscheidungsverfahren, und alle Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass beispielsweise eine sehr klar rassistisch konnotierte Entscheidungsgrundlage bei vielen gibt. Das zählt aber auch für bestimmte Haushaltstypen und für diejenigen, die in ihrem, also von sozialen Transferleistungen abhängen, also dass die auch unabhängig vom Mietkreis Diskriminierung ausgesetzt sind. Was sind die Folgen bis hin zu Anstieg von informellen Wohnsiedlungen? Hier das Bild von den Baracken in der Kufi-Brache, Wohnungslose, aber auch Leute, die kurzzeitig in der Stadt sich aufgehalten haben, Wohnungen oder eine Behausung sich organisiert haben. Nach dem Brand wurde das ja im Jahr 2014, glaube ich, dann abgerissen. Jetzt baut Zalando da die neue Berlin-Zentrale auf. Das Bild gilt aber als ein Symbolbild für eine Informalisierung von Wohnverhältnissen. Wir hören immer wieder von sozusagen Kurzzeit-Wohnsituationen in alten Brachen, in Industriegeländen, in Kleingartenanlagen, die zum Abriss vorbereitet sind. Und das ist eine sozusagen Situation, eine Informalisierung des städtischen Lebens, die man in Berlin ganz lange nicht hatte. Also der Wohnungsmarkt war so frei zugänglich bis zum Jahr 2000, dass es für solche Situationen eigentlich keine Notwendigkeit gab. Und wir können uns vorstellen, dass das eine Reihe von Folgeproblemen mit sich bringt. Also kann ich meine Kinder an der Schule anmelden, wenn ich in einer Kleingartenanlage illegal wohne, kann man dort einen Arztbesuch organisieren etc. Also all diese Fragen sind mit dieser Informalisierung des Wohnens zusammenhängt, und das, was wir nicht haben in Berlin, ist Zahlen über diese Form der grauen informellen Wohnungsversorgung, aber es ist auch naheliegend, weil diejenigen, die sich das Wohnen so organisieren müssen, sich nicht irgendwo melden können oder melden wollen. Ich will hier auf einen Punkt noch aufmerksam machen, der Gegenteil dieses informellen Wohnens. Es werden immer mehr Eigentumswohnungen verkauft, es ist ein enger Zusammenhang mit dem Situation, die wir bei den Mietentwicklungen kennengelernt haben, und der Verkauf von Eigentumswohnungen mit der drohenden Eigenbedarfskündigung ist ein typisches Instrument der Verdrängung und auch der Wertsetzung, gerade weil die Preise für die Eigentumswohnungen inzwischen so hoch sind, dass es für die Verkäufer, für die Grundstücksbesitzer oder Hausbesitzerin ein sehr einträgliches Geschäft ist, und wir sehen hier über einen längeren Zeitraum, also dass tatsächlich der Handel mit Eigentumswohnungen deutlich zugenommen hat. Und das will ich Ihnen hier auch nochmal beschreiben. Wir sind ja immer noch dabei, statt des räumlich fixiertes Kapital, einen Vergleich, die blaue Linie unbebaute Grundstücke, Eigentumswohnungen und bebaute Grundstücke, also Grundstücke, wo Häuser drauf sind, häufig Miethäuser, wie das sich in den letzten 8 Jahren entwickelt hat. Und wir sehen hier relativ deutlich, dass gerade die Spekulation, muss man schon sagen, mit gebauten Grundstücken von 4 Milliarden auf über
10 Milliarden Euro pro Jahr deutlich angestiegen ist. Das sind alles Gelder, die werden, wenn man es zusammenzählt, also von 6 auf 16 Milliarden Euro, die werden investiert in Eigentumsrechte und nicht in die Bausubstanz. Die werden investiert in den Titel und in den Bodenbesitz und nicht in die Verbesserung der, der Wohnstrukturen letztendlich. Und wir können allein mit diesem Zeitraum hier feststellen, dass 120 Milliarden Euro in diese Investitionen in Titel statt in Steine geflossen sind. Und das wäre jetzt nicht nur eine Diskussion darüber, hätten wir dieses Geld nicht an anderen Stellen bei der Wohnungsversorgung dringender gebraucht, zum Beispiel beim Neubau, bei der Modernisierung, sondern es stellt sich auch die Frage, was ist das Ziel von dieser Investition von 120 Milliarden Euro? Ja? Das Ziel ist die Verwertung. Das Ziel ist, dass diese 120 Milliarden Euro als Wertsteigerung sich refinanzieren lassen. Mit einer Profitrate. Ja? Und wer soll das refinanzieren? Das sind wir, die in Berlin wohnen. Ja? Das sind unsere Mieten, das sind die Gewerbemieten von den kleinen Läden, in den Städten, in den Nachbarschaften. Also das ist die sozusagen Situation, die diese Linie tatsächlich bedrohlich macht und für alle Freunde der Investitionslogiken sehr, sehr deutliches Beispiel, dass wir in den Städten lernen müssen, dass nicht mehr jede Investition willkommen ist. Ja, das ist tatsächlich eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, die leider in den meisten Stadtpolitiken noch nicht angekommen ist. Also jahrelang hat man unter der Angst vor Schrumpfung und unter dem Eindruck eines interurbanen Wettbewerbs mit anderen Städten darum gekämpft, dass möglichst viele Investoren in unsere Stadt kommen und den Wohlstand hier mehren und überhaupt den Wachstum aufrechterhalten. Diese sozusagen des unproduktiven Investieren zum Eigentumstitel zeigen relativ deutlich, es gibt Investitionsbereiche, die schaden einer Stadtgesellschaft mehr, als dass sie tatsächlich von Nutzen sind. Wir sehen also in allen Bereichen hier nochmal das, was wir jetzt schon kennengelernt haben, Neuvermietungsmieten, Kaufpreise, Eigentumswohnungen, Grundstücke, es geht steil nach oben, die steilste Kurve und damit auch der Motor dieser Veränderung sind die Grundstückspreise, die wir in Berlin haben. Und nur so zur Orientierung will ich Ihnen kurz die Einkommensentwicklung da müssen wir ganz unten schauen, mittlere Einkommen in Berlin hat sich auf 119% entwickelt in dem Zeitraum, während sozusagen alle wohnungsbezogenen, also auch kostenbezogenen Entwicklungslinien deutlich darüber liegen, also eine völlige Entkopplung der Einkommensentwicklung von den immobilienwirtschaftlichen Ertragserwartungen. Das ist ein Problem, mit dem wir in Berlin zu tun haben. So, dann haben wir hier schon über die kollektive Konsumption gesprochen, dass die Kanalisation das historische Musterbeispiel für so eine kollektive Konsumption ist, habe ich schon berichtet. In Berlin war es ja eine der ersten Verordnungen, die tatsächlich stadtplanerisch für die ganze Stadt galt, Kanalisation aufrechtzuerhalten. Und es war auch das erste Gesetz, was geschaffen wurde, was tatsächlich sowas wie einen städtischen Protest hervorgerufen hat. Und zwar nicht von denen, die in den Häusern gewohnt haben, sondern es war ein städtischer Prozess von den Fuhrunternehmen, die ein einträgliches Geschäftsmodell damit entwickelt hatten, dass sie zweimal in der Woche durch die Straßen fuhren und die Fäkalien eingesammelt haben und zu den Inselfeldern an den Stadtrand gebracht haben. Diese Fuhrunternehmer, die auch gleichzeitig Hausbesitzer häufig waren, die haben sich als eine organisierte Kraft dem königlichen Delikt entgegengestellt und haben gesagt, das ist modernes Unsinn, was hier geplant wird, das ist ein Modell, was aus England kommt und deshalb hier in Berlin überhaupt nicht genutzt werden kann, und haben sich versucht, dagegen zu wehren, aber das war glücklicherweise ein Protest, der nicht so erfolgreich war, aber es war auch ein deutlicher Protest, der zeigt, es gibt auch private Interessen, die sich versuchen, kollektiv zu organisieren. Wenn wir an städtische Infrastrukturen insgesamt denken, will ich kurz darauf hinweisen, dass wir zurzeit immer noch unter so einem Austeritätsdruck, also Sparzwang, liegen. Die schwarze Null wird zumindest auf Bundesebene wahrscheinlich nicht zur Frage gestellt werden. Wir haben ganz starke Tendenzen der Privatisierung, gerade
Anfang dieser Woche ist eine neue Studie des Instituts für Wirtschaft rausgekommen, die herausgefunden haben, gerade weil die Grundstückspreise inzwischen so gestiegen sind, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für die Kommunen, kommunale Wohnungsbestände zu verkaufen, um sich zu entschulden. Ja, man fasst sich so ein bisschen an den Kopf, aber ja, das sagen wir so mit der Berliner Erfahrung von 200.000 privatisierten Wohnungen, dass das nicht der richtige Weg ist, aber natürlich ist das Feuer auf die Mühlen von denen, die letztendlich soziale Infrastrukturen aus den Händen geben wollen. Und nur so zur Erinnerung hier, die steil ansteigende Kurve der Verschuldung in Berlin, die uns in den letzten 15 Jahren quasi bei jeder politischen Diskussion vorgehalten wurde, wenn es darum ging, die Stadt angenehmer für die Menschen zu machen, hieß immer, wir müssen aber unsere Schulden abbauen. Ja? Und das ist ein enger Zusammenhang, der tatsächlich diese Infrastrukturen der kollektiven Konsumtion massiv unter Druck setzt. Und deshalb ist es auch letztendlich sozusagen in dem Fall tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn ich das aufgreifen darf, dass in dem neuen Regierungsprogramm in Berlin seit 2016 festgelegt ist, dass jetzt das Jahrzehnt der Investitionen beginnt. Also das ist diese Sparpolitik, in der letztendlich die eigentliche Macht im Lande vom Finanzsenator oder den Finanzsenatoren ausgeht, insofern gebrochen wird, dass gesagt wird, Berlin will mehr Geld ausgeben und zwar mehr und eben auch diese Schuldentilgung nicht mehr so als Monstranz über allen politischen Debatten steht. Also das ist tatsächlich Schritt in die richtige Richtung. So, dann haben wir diesen Aspekt Begegnung und Organisation. Da will ich ganz kurz auf Punkte eingehen, die wir jetzt schon über die Mietentwicklungsfragen kennengelernt haben, also vor allen Dingen in den Nachbarschaften besteht ein starker Druck durch Verdrängung, die sozialen Beziehungen, die es gibt, auch zu geben, auch da mit dem Hintergrund der kulturellen Unterschiede, die es ja in der Gesellschaft auch gibt, sozusagen fehlt häufig das Verständnis dafür, dass bestimmte Gruppen in der Stadt tatsächlich auch auf bestimmte Standorte angewiesen sind, weil da, weiß ich, soziale und kommerzielle Angebote in ihrer Sprache angeboten werden, weil es dort Anlaufstellen etc. Wir bewegen uns auf eine Stadt zu, die zunehmend von Enklaven auch Besserverdiener geprägt ist. Wenn wir viele von den Neubausiedlungen anschauen, hier ein Bild der Markushöfe in Prenzlauer Berg, die nicht nur durch eine soziale Einheitlichkeit, sondern auch durch eine ästhetisch sehr homogene Gestaltung ihrer Vorgärten in dem Fall geprägt ist. Und das ist letztendlich das Gegenteil von dem, was wir als Stadt uns eigentlich vorstellen. Ja? Das ist das Gegenteil von dieser sozialen Heterogenität. Also in den kleinen Nachbarschaften haben wir das, was in den internationalen Debatten als Enklavismus beschrieben wird. Und worauf ich auch noch kurz eingehen will, weil das gerade hier in Berlin-Kreuzberg ein großes Problem ist, mit diesen Inwertsetzungen ist tatsächlich eine drastische Veränderung der Gewerbestruktur und damit auch, also nicht nur von Angeboten, was man dort erhält und kaufen kann, sondern Gewerbeeinrichtungen, gerade Kleinleben, sind dort immer ein wichtiger Anker in den Nachbarschaftskontakten, sind ein wichtiger Ort für soziale Encounter überhaupt zu ermöglichen und auch das steht letztendlich zur Disposition. Wenn wir uns diese vier Bereiche nochmal gemeinsam anschauen, will ich am Ende des Vortrags eine kleine Vision mit auf den Weg geben und mein Visionär ist Henri Lefebvre. Der hat nicht nur gesagt, dass wir auf eine urbanisierte Gesellschaft hinausgehen, sondern Henri Lefebvre hat auch das Recht der Stadt im Prinzip entwickelt und hat 1968 ein Buch mit dem Titel Recht auf Stadt herausgegeben und hat dort gesagt, das Recht auf Stadt, das müsste für jeden gelten und das Recht auf Stadt besteht aus drei Aspekten. Das steht zum einen aus dem Aspekt, dass man sagt, wir müssen organisieren, dass alle das Recht auf Zugang und Zentralität haben. Er hat das für Paris geschrieben, wo Zentralität tatsächlich auch das Zentrum meint, aber wir können uns unter Zentralität natürlich auch den Zugang zu bestimmten städtischen Infrastrukturen, zu politischen Machtstrukturen etc. vorstellen. Also das Recht auf Zugang muss gewährt werden. Das Recht auf Differenz, wenn Stadt sozial heterogen ist, ja, wenn das Urbanitätsversprechen soziale Heterogenität ist, dann ist das Recht, anders zu sein, eine grundlegende Voraussetzung. Das hat auch Sinnes schon in den 1910er Jahren in Berlin entwickelt.
entwickelt. Und das Recht auf Anerkennung von Differenz ist eine wesentliche Voraussetzung, der die politischen Debatten in den letzten Jahren und Wochen verfolgt hat, zumindest auf der Bundesebene, der weiß, also der Strom der Debatte geht genau in die andere Richtung. Ja, da werden wir jetzt wieder über Heimat in einem sehr, sehr engen Sinne nachdenken müssen. Und als dritten Punkt hat auch die Linke gesagt, besteht das Recht auf Stadt in dem Recht auf die schöpferischen Überschüsse des Städtischen. Das klingt ein bisschen kompliziert, sagt aber, dass letztendlich die Stadt und diese Dichte an Kontakten die Quelle von eigentlich allem gesellschaftlichen Reichtum, von allem gesellschaftlichen Wissen ist. Und das Recht, die schöpferischen Überschüsse des Städtischen als Gemeinschaft anzueignen, bedeutet eigentlich, den Bodenmarkt, so wie wir ihn kennengelernt haben, zu suspendieren. Denn der Weg, in dem im Moment die schöpferischen Überschüsse des Städtischen angeeignet werden, läuft über den Bodenpreis. Man darf so tolle Stadt, ist eine so gute Lage, übersetzt dann der Immobilienmakler, und deshalb ist das Preisschild auf diesem Grundstück auch entsprechend hoch. Das ist die Art und Weise, wie sozusagen das, was von uns allen kollektiv in den Städten hervorgebracht wird, letztendlich abgeschöpft wird. Ja? Und wie kriegt man das wieder in die Hände der Gemeinheit? Das ist die Idee von Henri Lefebvre, und das ist die Herausforderung, die wir in vielen Bereichen haben. Ich springe hier mal rüber. Und wir sehen, dass von diesen wissenschaftlichen Stadtperspektiven, das sozial heterogene, die kollektive Konsumtion, die Stadt als Ort der Begegnung und Organisation ganz gut in dieses Bild von Recht auf Stadt passen und dass wir so einen kleinen Fremdkörper dabei haben, nämlich den Punkt, an dem die Stadt als gebaute Umwelt vor allem räumlich fixiertes Kapital ist. Das steht all diesen anderen Bereichen in der Praxis entgegen, und deshalb wird es vermutlich auch für die gesundheitspolitischen Debatten in Städten eine wichtige Aufgabe sein, sich mit dem räumlich fixierten und auch dem sonstigen Kapital zu beschäftigen und zu überlegen, wie ersetzt man das eigentlich durch den Weg der sozialen Infrastruktur statt und damit sozusagen wesentliche Aspekte des Gesellschaftlichen gehören in eine öffentliche Verantwortung und eine gesellschaftliche Kontrolle. Im Wohnungsbereich wird das von ganz vielen Initiativen schon eingefordert, und weil es eingefordert wird, macht es mir relativ viel Kraft, oder gibt es mir relativ viel Kraft, weil ich sehe, dass für die allermeisten Probleme, mit denen wir uns herumschlagen, ich kenne es jetzt für den Wohnung- und Stadtentwicklungspolitischen Bereich, eigentlich Lösungen schon vorliegen. Die werden in kleinen Projekten entwickelt, die werden von Initiativen gefordert, die werden in Konzepten ausgearbeitet, und die Stadt von morgen ist eigentlich schon da. Und Aufgabe wird es sein, die gesellschaftlichen Mehrheiten zu organisieren, dass das, was von unten schon heranwächst, auch tatsächlich dann stadtgestaltend wirken kann. Vielen Dank. Glaube ich, in den Magenbogen gegangen ist, da war sie schrecklich, das war aber zum Glück ja zum Schluss noch so einen positiven Ausblick gegeben. Ich würde, wenn das Recht ist, als erstes immer das Plenum die Möglichkeiten geben, Fragen an andere zu stellen. Falls das ein bisschen zäh abläuft, würde ich dann das eine oder andere selber beisteuern. Gibt es da? Ich glaube, wir brauchen kein Mikro, oder? Die Leute haben auch dabei. Okay, ich fange mal an. Es war ja wirklich so, dass wir gesprochen hatten und dann. Entschuldigung. Erst einmal herzlichen Dank, Beatrice Moreno ist mein Name. Ich bin Ärztin hier in Berlin und ich habe alles gekannt in meinem praktischen Leben. Ich vertrete eine kleine NGO für afrikanische Menschen, die hier leben in Berlin. Aber es war natürlich, wenn man es quantifiziert sieht, dann ist es eine nüchterne Analyse, die auch wirklich das Problem zeigt. Also nochmals herzlichen Dank dafür. Zwei Punkte hätte ich. Für bestimmte vulnerable Gruppen, also wie tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund, ist das ein kumulatives Modell. Das bedeutet, sie haben jetzt nicht nur das Problem, dass sie die Miete nicht mehr bezahlen können, sondern dass der Zugang nicht passt und dass man ihnen natürlich sagt, darum geh doch zu Prignitz. Da hast du genug Möglichkeiten, da gibt es aber natürlich überhaupt keine Infrastruktur.
dürfen diese Menschen, die natürlich auch noch Kinder haben. Das heißt, es ist auch noch zusätzlich, um Modellen zu überlegen, dass das kumulativ ist. Und dass sich das natürlich steigt, aber dass dieser Anteil noch größer wird, so dass ich noch eine Frage mitgeben möchte, weil du dich ja damit beschäftigst. Es gibt viele afrikanische Familien, die seit 3 Jahren von Zwischenmieten leben mit 3 bis 4 Kindern. Das bedeutet, dass sie wirklich alle 2 Wochen woanders sind und alles mitschleppen müssen. Was es für die Kinder gar nicht möglich macht, gesund aufzuwachsen. Also die Zwischenmieten, das Umreisen praktisch, ist jetzt auch noch größer geworden. Das vielleicht nochmal jetzt aus unserer Sicht. Vielen Dank nochmal. Ja, kann ich. Also das Kumulative, also dass sich Benachteiligungsaspekte entlang von rassistischen, sozialen, kulturellen, sonstigen Diskriminierungen und den sozialen Ausgrenzungseffekten der sozialen Ungleichheit überlagern, das ist eine sozusagen klar bedrückende, aber richtige Einschätzung, die wir sehen und wo ich auch denke, da gibt es auch nicht den Punkt, dass man sagt, wir müssen erst die sozialen Ungerechtigkeiten auflösen und dann das andere, sondern das sozusagen muss sozusagen in einem Schritt als ganzheitliche Herausforderung angenommen werden. Und das, was Sie beschreiben mit den Zwischenmieten, das ist, war vielleicht in dem Bild von den informellen Wohnen dabei. Wir haben tatsächlich eine zunehmende Prekarität der Wohnverhältnisse. Ja, Prekarität in dem Sinne, unter welchen Bedingungen, mit welcher Dichte, mit welchen Qualitäten, aber auch mit welchen rechtlichen Unsicherheiten wird das Wohnen organisiert. Dass man gerade bei den neuen Nachlassen, die meilenweit weg von den Standards des unbefristeten Mietverhältnisses in einer bedarfsgerechten Wohnungsgröße. Ja, also das ist der Standard wahrscheinlich für die meisten, die jetzt hier brauchen, aber das ist für diejenigen, die jetzt nach Wohnungen suchen und diese Diskriminierung erfahren, unmittelbar sozusagen Lebensrealität. Und ich will ein Beispiel noch bringen. Vor anderthalb Jahren mit einer Sozialarbeiterin hier in Kreuzberg gesprochen und die Diskussion war, dass wir ja, gibt es so viele Bildungsprogramme, weil das ist ein Schwerpunkt Schule und hier muss alles gesehen. Und man sah, dass in diesen Übergängen zum Abitur eine Stagnation der Erfolge dieser Bildungseffekte oder Bildungsprogramme eintrat. Und dann hat er, woran kann es denn liegen? Und die hat dann eine Geschichte erzählt, dass ich glaube, dass das an der Wohnsituation liegt. Und die Überbelegung, also die gerade bei den Familien mit mehreren Kindern stattfindet, um die Wohnkosten oder die steigenden Wohnkosten zu kompensieren, geht in der Regel in die Richtung, dass man sagt, die Kinder müssen länger zusammen in ein Zimmer wohnen. Und dann haben wir Platz, noch einen Onkel, eine Tante, einen Untermieter mit aufzunehmen oder am Wochenende ein Zimmer bei Airbnb anzubieten, um den ökonomischen Druck der steigenden Miete zu entkommen. Und die Geschichte, die sie dann erzählt hat, die hat mich fand ich so beklemmend. Das war die Geschichte einer Lungenentzündung von einem jungen Mädchen, die sich, waren so 10, irgendwo 12, die sich ein Zimmer teilen mussten. Und aufgrund von geschwisterlichen Absprachen und vielleicht auch den familiären Normen in dem Bereich, hatten die Absprache, dass jeweils sozusagen einen Wochentag das Kind seine Freunde mit einladen kann. Das heißt also, an 3 Tagen in der Woche hat der Junge seine Freunde, seine Schulfreunde eingeladen und an den anderen Tagen konnte das Mädchen ihre Freundin einladen. Und das andere Geschwisterkind musste dann jeweils aus dem Zimmer verschwinden, weil die Wohnung zu dicht besetzt war und eine von beiden Geschwistern ungeliebte Tante die Küche okkupierte, sind dann also raus. Und weil die so viele Tage draußen verbringen musste, hat die sich bei dem kalten Wetter, so jedenfalls der Bericht der Sozialarbeit, die Lungenentzündung geholt. Und das fand ich so eine, weiß nicht, also so eng Zusammenhang, der unabhängig davon, ob es tatsächlich so in dieser Ursächlichkeit und Wirkungsweise stimmt, nochmal deutlich gemacht hat, so diese Effekte von beengten und prekären Wohnverhältnissen, die sind eigentlich statistisch nicht zu erfassen, sondern die müssen qualitativ in diesen Einzelfällen beschrieben werden. Ich bin mir sicher, dass ganz viele, die in der kommunalen Gesundheitspflege und auch in kommunalen sozialen Trägern arbeiten, sozusagen tausende von diesen
Geschichten kennen, die aber ganz viel mit sozusagen der ökonomischen Situation des Wohnens zu tun haben. Also weil eine steigende Miete bedeutet einfach, dass viele andere Lebensbereiche kürzer treten müssen. Und jetzt hatten wir diese Diskussion um die Tafeln, ja, am völlig falschen Punkt angegriffen. Und das, was man mit allen Tafelbetreibern immer wieder hört, am Ende des Monats kommen doppelt so viele wie zum Anfang. Ja? Weil die Miete dann schon gezahlt ist und weil es einfach am Ende nicht mehr reicht. Und das hat auch viel damit zu tun, dass das letztendlich die Miete das Essen auffrisst oder das Einkommen. Ja. Genau, da sieht man schon mal den engen Zusammenhang, da wollte ich noch zwischenschieben. Wir hatten ja tatsächlich eine enge Wohnverhältnisse, wir hatten ja tatsächlich mal gesagt, dass bestimmte Verhältnisänderungen tatsächlich zu einer massiven Zunahme von Gesundheit geführt haben. Dazu gehörten übrigens auch bessere Wohnverhältnisse. Wir erleben ja gerade dann fast schon Rollback, sehr erschreckend. Stefan. Ja, genau. Stefan Potzi von Gesundheit Berlin-Brandenburg. Vorgestern auf dem Kongress Armut und Gesundheit wurde von der Geschäftsführerin des Paritätischen Landverbandes darauf hingewiesen, dass es so ein Problem mit den Gewerbemieten und den sozialen Trägern gerade gibt. Und sie bat doch mal eindringlich alle Akteure darauf hinzuweisen, weil das gerade die Menschen im betreuten Wohnen betrifft. Das war eine große Diskussion, sehr kurz. Ich weiß nicht, ob Sie da noch mal zur Ausführung kommen, weil es betrifft viele soziale Träger. Wir sind auch gemeinnütziger Verein und Gewerbemietverträge sind ja relativ schnell zu unterstellen. Wir haben wieder Festing auch relativ schnell anpassbar, was auch die Kita und andere soziale Initiativen betrifft. Haben Sie da auch so Entwicklungszahlen, weil Ihre Zahlen gezogen sind jetzt ja auf den Wohnen, das war schon erschreckend genug, aber gibt es da auch Tendenzen oder gibt es da auch politische Regulationen, um dagegen etwas zu machen? Ja, die Gewerbemietentwicklung ist nicht so gut dokumentiert wie die Mieterentwicklung, was auch viel damit zu tun hat, dass es wenig Auflagen in diesem Bereich gibt und es gibt keine administrative Notwendigkeit von regelmäßiges Monitoring. Vorgesehen ist, Gewerbemieten steigen rasant, vor allem in diesen innerstädtischen Lagen. Und das, was Sie ja schon deutlich beschrieben haben, die im Wohnmietrecht geltenden Schutzmechanismen des Mietrechts, ja, die in vielen Fällen, die ich präsentiert habe, ja auch außer Kraft gesetzt werden, aber grundsätzlich zumindest mal eine Schutzfunktion ausüben, die fehlen in dem Gewerbemietrecht völlig. Und es ist vielleicht ganz interessant, dass auch beim Deutschen Mieterbund, die jetzt eigentlich ja die Wohnmieter vertreten, im Netzwerk Wohnen und Mieten, das Thema Gewerbemieten eine große Rolle in den Diskussionen auf der letzten Jahrestagung dargestellt hat, wo es auch viel darum ging, wie kann das eigentlich reformiert werden. Und es ist aber ein Stiefkind. Und das heißt, es gibt Tendenzen und auch die Frage, gibt es Regulationen? So gut wie gar nicht. Also wir sozusagen diskutieren das in Berlin auch im Zusammenhang mit den Milieuschutzgebieten jetzt seit ein paar Monaten sehr intensiv und überlegen, kann man aus so einer städtebaulichen Sondersatzung irgendein Instrument ableiten, aber es sozusagen gab bis auf den letztendlich gescheiterten Versuch, also an juristischen Klagen gescheiterten Versuch in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eine Auflage zur Begrenzung der gastronomischen Einrichtungen in Berlin-Friedrichshain festzusetzen über eine Milieuschutzsatzung und eine Sanierungssatzung. Kein ernsthaften Versuch, tatsächlich Gewerbe einzubringen. Was vielleicht noch diskutiert wird für die sozialen Träger der Kinder- und Jugendhilfe und anerkannte Sicherheit der Kinder- und Jugendhilfe und die beiden sozialen Träger, das wäre ja zurzeit in Berlin das sogenannte Zweckentfremdungsverbot nochmal diskutieren. Das war wahrscheinlich der Aufhänger. Und dann gibt es widersprüchliche Ziele. Also aus der Wohnungsperspektive ist es total eindeutig, dass man sagt, wir brauchen ganz strenges Zweckentfremdungsverbot und den Missbrauch mit Leerstand, Nutzung von Ferienwohnungen oder Büronutzung tatsächlich effektiv zu unterbinden. Und das ist das Ziel, weil so ein Gesetz auch von der zuständigen Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung erarbeitet wurde. Und die Situation der freien Träger kam jetzt darin nicht so unmittelbar vor. Jetzt nach den Diskussionen, die es auch in den letzten Monaten gegeben hat, ist, glaube ich, eine relativ sinnvolle Lösung gefunden worden, wenn man sagt, es wird ein strenges Genehmigungsverfahren geben, aber die Bezirke, denen obliegt es ja, diese Genehmigung zu geben. Und braucht letztendlich keiner von den sozialen Trägern
Angst haben, dass er seine Nutzung nicht genehmigt bekommt. Aber das Hauptargument von den Juristen in den Senatsverwaltung ist im Moment, wenn wir an einer Stelle eine Ausnahme ins Gesetz definieren und sagen, also von dieser strengen Allgemeinregelung sind bestimmte Gruppen, zum Beispiel die Träger der Kinder- und Jugendhilfe, ausgenommen, dann werden alle anderen auch kommen und sagen, das ist eine Ungleichbehandlung mit so einem Gesetz. Und von daher ist es, glaube ich, allen bewusst. Und ich glaube, der aktuelle Vorschlag geht in die Richtung, sagt, es wird in der Verordnung geregelt. Es gibt auch Hinweise an die Bezirke, mit wem diese Genehmigung dann abzuschließen sind. Und das, was dann bleibt, ist tatsächlich, dass man alle 2 Jahre diesen Antrag neu stellen muss und dass man die Genehmigungsgebühr von 230 Euro bezahlen muss. Also, ja, vielen Dank. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, also eine
tatsächlich die Verschiebung ist, dass wir in Berlin im Moment ein Bildungsprogramm haben, was das Gegenteil von dem macht, was wir die letzten 15 Jahre gemacht haben. Der Ausverkauf ist gestoppt, das Sparen ist gestoppt. So, das ist, also in dem Land wird jetzt wieder investiert. Ja, wir haben hier diese ganzen Sieber und Sieberhandelfonds und wie alle heißen, in denen für die wachsende Stadt Investitionsmittel bereitsteht und auch bei den Blockhausrechten. Kartenlinien haben wir 20 gekaufte genutzte Blockhausrechte, das ist ein Topf auf den heißen Stein, aber wenn ich mir überlege, dass wir vor 5 Jahren, wenn wir alle sind, lass uns mal ein Blockhausrecht nutzen, also da wurden unsere Wohnungsbaugesellschaften noch verkauft. Also das heißt, das gibt schon so einen Qualitätswechsel, der aber tatsächlich nicht mit dem sozusagen Tempo und mit der Aggressivität im Moment voranschreitet, die es notwendig wäre. Ja, und wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt bestimmte Investitionen in der Stadt, die schaden eher, als dass sie nützen. So, wenn das tatsächlich zum Ausgangspunkt politischen Handelns wird, dann würde man ja auch ganz anders agieren. Ja, und das ist im Moment leider noch kein politischer Konsens. Ja, wir haben mindestens einen Regierungspartner, der sozusagen die Lösung eher im schnellen und vielen Bauen auch noch sieht, auch irgendwie notwendig, aber tatsächlich weit davon entfernt, die Fragen der sozialen Wohnungsversorgung des Verdrängungsschutzes zu lösen. Und insofern ist da noch viel, viel mehr gesellschaftlicher Druck notwendig. Und das, was ich aber weiß, und das wir in Berlin auch aus der Vergangenheit wissen, also Politik verändert sich nicht, weil sich Regierungskoalitionen neu zusammensetzen oder weil da plötzlich ein wichtiger Impuls kommt, sondern Stadtpolitik verändert sich, wenn es starke soziale Bewegungen gibt. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die man da braucht. Und das ist man all die in den sozialen Lobbyvereinen, die in den Trägerschaften, die in ihrem Alltag mit vielen Menschen verbunden sind. Das ist eine wichtige Schlüsselstelle. Also sozusagen von der Stelle auf diesen grundsätzlichen Widerspruch zu einer kapitalistisch durchorganisierten Stadtentwicklungspolitik deutlich zu machen. So, und deshalb bin ich mit dem Michael Rehse so dankbar, dass er so ein Thema wie das Wohnen so, wie die Gesundheit so weit aufbreitet und sagt, das ist letztendlich eine gesellschaftliche Frage. Wir können es gar nicht anders klären oder können es nicht länger klären mit noch hat man im Klein-Klein der kommunalen Gesundheitspolitik. Ja, da brauchen wir auch, wie beim Wohnen, konkrete Vorstellungen und Projekte, aber letztendlich, also ich sehe es schon als Ermutigung an, dass wir an so vielen unterschiedlichen Diskussionen immer auch wieder an die Wohnfragen kommen und es nicht mehr so völlig absurd klingt. Ja? Und wir haben vorhin über Laura Weißmüller gesprochen, also Architekturkritikerin in der Süddeutschen Zeitung, die schreibt da, der Boden gehört in eigene, der Boden muss sozusagen allen gehören. Und das ist schon was, also weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, nein, wieder hier so ein staatssozialistischer Spinner oder sowas. Ja, und das ist schon eine Verschiebung, die ich sehe. Und die ist das Ergebnis von auch ja, den Aktivitäten, die wir alle und viele andere sozusagen tagtäglich in die Stadt einbringen.